Hallo zusammen, einen wunderschönen guten Morgen am letzten Tag des Sommers hier in Synapsia. Eine neue Aufnahmesession. Lange habe ich nicht mehr aufgenommen. Ich habe jetzt ein paar Tage Pause gehabt. Also wenn ihr diese Folge seht, ist der 12.10. Die Folgen davor liefen ja immer in Doppelfolgen. Das habe ich irgendwann nicht mehr geschafft, weil ich auch mal andere Spiele ausprobieren wollte. Und jetzt machen wir weiter in der Version 0.1.2.2. Das ist die Beta-Version, die derzeit im Beta-Branch getestet wird. Und ich hoffe, dass mein Spielstand danach kompatibel bleibt. Ansonsten habe ich auch noch ein Backup. Wenn nicht, müssen wir irgendwann mal wieder zurückspringen. Es gibt vieles Neues. Es wurde einiges verändert in dieser Version. Man kann jetzt zum Beispiel bestimmen, was ein Holzfäller holt und so weiter. Wir können ja mal kurz mal durchgucken, wie das denn aussieht. Die Mutter braucht keine Aufgaben. Die muss sich um den Junior kümmern. Brennholz haben wir. Wir haben noch Nahrung. Wir sind derzeit bei 490 Steuern. Das hält sich auch noch alles in Grenzen. Dann haben wir den Tierzüchter. Und da kann man nichts herstellen. Von daher macht das keinen Sinn. Oder wie gehen wir hier auf den... Müssen wir auf die Scheune und dann was hergestellt wird? Und die das verändert? Moment, wir gucken mal ganz einfach beim Gastwirt. Da wissen wir es auf jeden Fall. Und dann in die Taverne. Müssen wir dann nochmal auf die Taverne? Nee, da können wir nur umsetzen. Wo erkennt man denn jetzt was... produziert werden soll, würde ich gerne wissen. Oder müssen wir hier oben auf die einzelnen Gebäude gehen? Wahrscheinlich hier drüber. Genau, da ist es. So, der hat Status Free Time. Was ist denn das für eine Unverschämtheit? Wir haben ja hier beauftragt, dass er gebratenes Fleisch machen soll. Haben wir denn... Warum steht hier Free Time? Achso, weil der noch nicht arbeitet, könnte ich mir gut vorstellen, ne? Okay. Gebratenes Fleisch. Und wenn er gebratenes Fleisch hat, dann setzen wir das mal auf 50% runter. Das können wir eigentlich auch runternehmen. Oder das Fleisch kann er erstmal lassen. Haben wir überhaupt noch was zu essen da? Das muss ich mir gleich erstmal angucken. Ansonsten könnt ihr ja Fleisch mit Soße machen. Ne? Wo ist denn Fleisch mit Soße? Dicker Eintopf. Da ist Fleisch mit Soße. Und das könnten wir mal auf... Setzen wir es auf 100%. Dann müssten die gleich arbeiten. Wunderbar. Dann haben wir noch... die Scheune, die Landwirtschaft. Da ist Hendrik am Start. Und der kann auch Sachen herstellen. Okay, das passt in dem Sinn nicht, weil der nur das Feld bewirtschaftet. Von daher ist das alles in Ordnung. Aber wir können zum Beispiel unseren Holzfäller anweisen, andere Dinge zu tun. Jetzt bin ich einmal zu weit raus. Wir können zum Beispiel hier, nicht Technologie, so ein Quatsch, Management. Unser Holzfäller, Amelia. Das war schon wieder falsch. Da müssen wir hin. Nicht doof. Fähigkeiten, Management, Gebäude, der Holzschuppen. Da haben wir es. Da können wir zum Beispiel sagen, was hergestellt werden soll. Brennholz, ne, ist jetzt auf 0%. Und da sieht man, glaube ich, auch den Vorrat, den man hat an Brennholz und so weiter. Beziehungsweise ob er Rundholz besorgen soll. Also ich kann jetzt zum Beispiel hier sagen, mach 100% Rundholz. Dann bringt er wirklich nur Rundholz. Und ich kann zum Beispiel selber das Brennholz herstellen. Finde ich eine gute Sache, weil dann kann ich entscheiden, ob ich das Rundholz für den Baum benutze oder halt Brennholz draus mache. Und dann kriege ich sogar noch die XP mit. Also von daher lassen wir das jetzt einfach mal so. Das ist eigentlich schon eine gute Sache. Gut. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, oder? Habe ich irgendwas vergessen? Was haben wir denn, was haben wir sonst noch an Aufgaben gehabt? Wir haben den Jäger. Können wir auch mal gucken, was der jagt. Gehen wir mal in die Jagdhütte 1. Und der soll was besorgen? Wir haben eine jede Menge Leder. Wir haben Bären. Da haben wir keine Arbeiter angesetzt, weil wir den Sammler halt nicht dort haben. Und wir sagen, er soll einfach nur Fleisch besorgen. Also kein Leder. Da könnte man jetzt zum Beispiel sagen, na, du machst 50% und 50%. Also dass man so ein bisschen Ausgleich schafft. Weil Fleisch hat man schon eine große Menge. Also es müsste eigentlich so funktionieren. Ich weiß es nicht. Ich bin auch neu in dem Update. So, wir haben noch ein bisschen Punkte zu verteilen. In dem handwerklichen Wissen haben wir einen Punkt. Und da haben wir bis jetzt hier unten alles ausgeskillt. Das abstufen, herausstufen und schnellere Objekte herstellen. Weniger Ausdauerverbrauch. Das war, glaube ich, eine gute Nummer. Ansonsten haben wir schnelleres Kochen. Ja. Ah, nee.
20% beim Hausbau, wobei das eigentlich auch egal ist. Ich gehe auf das schnellere Bauen von Eisenobjekten. Weil unsere Einkunftsquelle wird ja sein, Eisenpfeile. Das ist im Moment immer noch anscheinend the way to go. Wir haben keine Aufgaben. Wir haben eine Aufgabe hier im Journal für den Wiederaufbau des Hauses. Da fehlt uns allerdings der Lehmbewurf. Das können wir noch nicht. Und die Technologie für den Lehmbewurf kommt bei der Landwirtschaft hier am Gänsehaus. Wobei wir da nicht weit entfernt sind. Also man muss schon sagen, wir sind hier mit 437 Punkten von 500 nicht weit entfernt. Also man könnte jetzt zum Beispiel, könnten wir ein Feld bestellen. Allerdings im Sommer wird es ein bisschen schwierig. So, die Fallen können wir nachlegen. Da ist Hasi tot. Was stimmt mit Hasi nicht? Er ist platt. Oh. Die Vogelfalle. So, dann müssen wir ein paar Stöckchen besorgen, dass wir die Falle wieder aufstellen. Habe ich schon länger nicht mehr gespielt. Ich muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Ich hätte gerne erstmal die Stöckchen hier. Und dann setzen wir eine neue Falle hin. Dort. Sehr schön. So. Machen wir das wieder rein. Das Leder. Und das Fleisch können wir auch in das Lager machen. Genau, das wurde auch geändert. Das wurde auch geändert. Und zwar das Essenslager hat nicht mehr 50 Kilo, hat jetzt 200 Kilo. Das heißt, wir haben ordentlich Platz. Das ist natürlich ein Träumchen. Nee, die Münzen legen wir da drin nicht ab. So. Jetzt sagt die Regie gerade, ich könnte den Nebenbewurf schon kaufen. Nö, nicht genügend Technologie. Ich muss auf 500 Punkte kommen. Das ist nicht richtig. So, hier hat er angepflanzt Kohl. Und was haben wir noch für Felder? Das ist überhaupt nicht genutzt. Da fehlt der Dünger. Und da fehlt auch der Dünger. Ich überlege jetzt gerade, ob wir eins der Felder einfach mit Dünger besetzen. Da ist Rote Beete drin. Da haben wir ja, glaube ich, ein Feld gemacht gehabt. Weil wir ja letztens für die eine Quest Rote Beete Samen gebraucht haben. Jetzt gucken wir mal ganz kurz aufs Management unter den Feldern. Welche sind denn hier nicht bestellt? Das ist nicht bestellt, das ist ein 6x6. Dann ist das andere das Flachsfeld. Das ist eins von den langen, das ist auch nicht bestellt. Und eventuell das 5x6. Ich überlege gerade, ob wir noch ein Feld anlegen. Aber wenn der dann automatisiert arbeiten muss, wird es ein bisschen lange dauern, würde ich mal sagen. Ich würde jetzt hier einfach mal dieses Feld bestellen, hätte ich gesagt. Weil ich habe jetzt eh nicht viel zu tun. Und ich meine, moin, wir haben hier noch eine Hacke. Die ist zu 100% intakt. Wie konnte das kommen? Weiß man nicht. Und der Dung. Ah, den mussten wir erst verarbeiten, ne? Wie macht man Dung? Dung und Dünger. Fertilizer. Ah ja, hier. Komischerweise nimmt er jetzt immer beim Herstellen die Fackel raus und das verstehe ich nicht ganz. Entweder ist das noch ein Bug in der Beta, die jetzt aktuell ansteht, aber jetzt hat er sich gerade den Arm gebrochen. Er nimmt immer komischerweise die Werkzeuge raus, beziehungsweise respektive die Fackel, das verstehe ich nicht. Das hatte ich eben schon mal, ich habe eben mal ausprobiert, da hatte ich eben, glaube ich, Brennholz hergestellt und verbrennt einem schön die Fackel. So, 12 Mal. Das ist echt übersichtlich, ne? Das ist wenig. Das ist echt sau wenig. Was ist denn jetzt, wenn wir dem vorgreifen? Achso, wir haben keinen Säckel, oder? Haben wir hier einen Säckel reingelegt? Nö, aber einen Säckel zu machen ist ja nicht das Problem. Ich will mal nur mal gucken, ob wir ein paar Punkte in die Landwirtschaft kriegen. 438, ja, ein Punkt sind immer gestiegen oder so. Mal gucken, wie viel das ausmacht. Einfach mal ausprobieren. Wir nehmen uns hier mal ein bisschen Leder raus. Wie viel Leder haben wir denn? Puh, viel hat Leder. Wie viel? Alle. So, wir nehmen uns einfach mal 80 Leder raus. Und machen Ledersäckchen. 26 Ledersäckchen craften wir jetzt. Ist das ein bisschen übertrieben? Ich glaube ja, das machen wir lieber in der Pause. So, Ledersäckchen haben wir da auf der 5.
Oder wo machen wir es hin? Ja, auf die 5 ist gut. Fertilizer, 12 Stück. Dann bringen wir das nochmal aufs Feld aus. Und ich glaube, das kleine Feld war das hier. So, ein bisschen Stingel hier drauf. Der gute Dung. Genau, den Schweinestall können wir irgendwann mal bauen. Ich will nur überlegen, ob wir den Fischer abreißen. Irgendwie ist es schade, aber wir haben halt diese Gebäudebegrenzung. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen Geld machen, vielleicht mit ein paar Eisenpfeilen oder sowas. Da müssen wir auch mal hin. Das können wir eigentlich auch machen. Ein bisschen Eisen besorgen aus der Höhle. Dann können wir uns auch Schweine leisten. Oder Ferkel vielleicht eher. Die dürften ja billiger sein. So, der letzte Fertilizer ist raus. Dann machen wir die Hacke auf die 5. Ich hoffe echt, dass der Spielstand kompatibel bleibt. Und ich hier nicht umsonst arbeite. Wie war das mit der Bewegung? Hat man die Animation abgebrochen, ne? So, 438 Punkte hatten wir. Mal gucken, was das bringt, so ein Feld zu düngen. Ansonsten besorgen wir einfach noch ein bisschen. Und wir müssen questen. Dass hier so viele Reputationspunkte notwendig sind, das liegt einfach daran, dass es gepatcht worden ist mittlerweile. Und ich noch einen alten Spielstand habe, aber ich habe jetzt auch keinen Bock gehabt, dann irgendwie neu anzufangen. Dann dauert es halt ein bisschen länger, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Naja, das geht aber rucki zucki. Jetzt hör mal hier, 443 Punkte. Wir waren eben bei 400, was waren das, 38? 5 Punkte für 12 Felder. Also wenn wir jetzt zum Beispiel noch Dünger besorgen würden, könnten wir so ein komplettes Feld nochmal durchjäten und dann, ne? Müsste eigentlich gehen. Ja, 37, 38 waren das und 45. Ja, das ist gut. Dann würde ich sagen, laufen wir mal in die Stadt. Ich kann ja mal die. Da rennt sich's leichter mit. Genau, Ausdauer wurde reduziert. Der Bogen wird wichtiger. Also es war ja so, dass man mit so einem billigen Holzpfeil konnte ich ja wirklich so gut wie jedes Tier mit einem One-Shot niederstrecken. Ist jetzt reduziert worden, also Pfeile oder diese einfachen Holzpfeile lohnen sich eigentlich nicht mehr wirklich. Dafür wurde die Bögen angepasst. Anscheinend ist es so, dass der Langbogen im Moment mit die stärkste Waffe ist. Das ist jetzt auch nicht gerade verkehrt. Ich hätte jetzt noch ein bisschen was verkaufen können, oder? Ach, scheiß drauf. Ist egal. Wir haben noch früh am Tag. Eigentlich habe ich die Zeit, das noch zu machen. Aber ich würde jetzt gerne das Feld bestellen. Ich hole jetzt einfach ein bisschen Dung. Pack das hier in unser Lager rein. Und dann verkaufen wir einfach im nächsten Jahr. Haben wir eigentlich hier alles abgegrast? Hier sind noch Bären zu holen. Jo. Ich würde sagen, ich sammle noch mal ein bisschen. Und gehe dann in die Stadt noch ein bisschen Dung kaufen. Dann sehen wir uns gleich wieder, oder? Dann müssen wir hier nicht die notwendige Arbeit. Wie viel Geld haben wir? 4.320. Ich würde sagen, ich mache noch ein bisschen Geld. Mache noch ein paar Säckchen. Sammle ein paar Bären. Und das erspare ich euch, das nehme ich nicht mit. Und dann schauen wir nochmal, wie sich das Update hier so verhält, ob wir hier ein bisschen schneller vorankommen. Aber wir müssen sowieso bis zur nächsten Saison warten, um hier wirklich einen Erfolg zu haben. Denn im Moment ist es so, dass hier keine Aufgaben auf uns warten. Außer oben links, oder? Ne, selbst da nicht. Ne, wir haben keine Aufgaben mehr aktuell auf der Karte. Von daher würde ich sagen, bis gleich. So, da ist sie wieder zurück. Ich habe ein bisschen Stöckchen verkauft, ich habe ein bisschen Suppe verkauft, Ledersäckchen und. Und wir sind bei 5.500 Münzen. Und wir werden jetzt noch ein paar Leute ansprechen. Ich guck mal ganz kurz. Farming. Die sind eigentlich alle nicht schlecht, ne? Wobei, er hier ist super. Muss erstmal wieder ein bisschen Ausdauer sammeln. Zwei im Herstellen. Was brauchen wir denn faktisch? Was brauchen wir denn eigentlich für Leute? Im Vergleich zu den alten Werten, ne, das ist ja der Oberkracher. Vielleicht landwirtschaftlich haben wir nur einen Fünfer, sonst maximal Zweier.
Das müssten ja die sein. Ich weiß jetzt nicht, ob die in den gleichen Bereich gelten. Also die zum Beispiel auch Dünger herstellen und so weiter. Ich würde mich, glaube ich, jetzt mal darauf konzentrieren, weil ansonsten sehen die Werte meiner NPCs eigentlich sehr gut aus. Na, hier haben wir auch zwei hohe. Aber so eine Landwirtschaft sieht es nicht so geil aus. Okay, ich atme kurz durch, dann schaue ich euch nochmal an. Konzentrieren. Landwirtschaft. Eins, eins, zwei. Du bist... Grüß dich, Unimir. 30 Jahre. Hast du etwas Zeit für mich? Dann singe ich ein Lied für dich. Sicher, worum geht es? Ich komme von der harten Feldarbeit zurück. Finde doch gut. Immer. Ich habe fast unterbrochen gearbeitet. Findet er ungeil. Jetzt hat er keine Zeit mehr. Fantastisch. Bin ja auch mal mit den anderen reden. Tut ja nicht weh. Adlig wollen wir nicht. Unterbrochen gearbeitet. Interessiert den überhaupt kein Stück. Harter Job. Findet er gut. Und schönes Wetter. Ist nebelig. Oh, plus 5. Ist ja nicht so schlecht, ne? Also plus 5. Ich hätte jetzt gedacht, bei dem Nebel sagt er... Nö. Wie geht's dir denn? Findet er auch nicht gut. Jetzt hat er keine Zeit mehr für mich. Oh, Diplomatie ist gesteigert. Sehr schön. Ich sollte wirklich öfters mit den Leuten reden. Es hat auch jemand geschrieben, dass einfach durch das Reden... Nicht unbedingt, also hier natürlich bei denen, die man anwerben möchte, steigt natürlich die Zuneigung, damit wir sie überhaupt anwerben können. Aber ansonsten sind die Gespräche dafür da, um auch die Diplomatie einfach zu steigen. Steigern. Null. Nochmal plus 5. Hä, wieso ist das nicht gestiegen? Wo war die denn? Auf Wiedersehen. Luna, du bist hier. So, wir brauchen Dünger. Wir müssen nochmal hier zum Dung-Experten. Wir brauchen mal richtig schön Scheiße. Damit wir nämlich zu Hause die Felder noch düngen können. Moinsen, grüß dich so wie mir. Pass mal auf. Ich hätte gerne von dir... Ach, der verkauft nur Fertilizer. Wo kriege ich denn jetzt Dung her? Und der ist wieder 10 Gold teuer. Ich wollte es ja eigentlich selber herstellen. Kann mir keiner Dung verkaufen hier in dem Laden? Ich will nur die Scheiße, nicht schon das fertige Zeug. Das kostet nur 2. Oder kann ich das gar nicht mehr? Das ist 10, das ist ein bisschen teuer. 10 mal 10 sind 100. Wie schwer ist das Zeug denn? Wie lange haben wir Platz? 28 ungefähr. Wollen wir 50 mitnehmen? Okay, ich nehme mal 50 mit. Soll er auch ein bisschen Geld verdienen. Egal. Gut, wir können auch Nahrung vergammeln lassen, ne? Das wäre dann... Kriegen wir daraus dann Dung? Wahrscheinlich. Egal. Haben ist besser als brauchen, das ist richtig. Wir haben auch ein bisschen Geld, ne? Wir haben jetzt noch 5000 Schleifen, das ist wirklich in Ordnung. So. Jetzt steht auch schon bald der neue Tag an. Und dann, ein neuer Tag, die neue Jahreszeit, wollte ich sagen. Nämlich, da kommt der Winter. Und dann könnten wir eigentlich... Ich glaube, was war das? Roggen wird, glaube ich, gesät, oder? Ja. Dann kamen Leute drauf, ich soll doch mal mich auf das Brotbacken konzentrieren. Aber, liebe Leute, also wir haben auch Fähigkeitspunkte bekommen. Was haben wir denn hier? Fertigkeitenpunkte. 20% Prozenterhöhung der Ruf der Dynastie durch Herausforderungen. Da ich sowieso hier an der Dynastie hart arbeite, geben wir doch die Fähigkeitenpunkte darauf. Vielleicht kommen wir da ein bisschen schneller. Ich meine, 20% sind 20%. Was wollte ich sagen? Achso, genau. Es hat jemand gesagt, ich soll mich doch mal aufs Backen konzentrieren, weil Brot und so weiter relativ gut Nahrung geben und so weiter. Aber, wenn wir hier mal an Technologien gucken, ich glaube, war das beim Herstellen? Genau, das kommt bei der Taverne 2 und ich muss ja auch das Geld ausgeben erstmal dafür. Gut, könnte ich mir leisten, das ist schon richtig.
Es geht schon. Aber wir wollen die Landwirtschaft jetzt hochkriegen. Wir wollen. Hier wollen wir hin. 452 Punkte haben wir. Hoffen wir, dass wir da die Punkte noch schaffen. Ansonsten, keine Ahnung, legen wir Felder an und bauen sie wieder ab oder so. Gell, Häschen? Hat er ja gesagt, der Hase. Jetzt wird es schon wieder langsam dunkel. Ich müsste halt mir noch eine Fackel machen müssen. Ach genau, der... Das alte Feld. Der Herr Holzfäller, der, ihr seht jetzt, hier steht so ein Holzsägeblock. Man muss nämlich jetzt für die Dächer aus Holz muss man Dachschindeln erstmal herstellen. Das dauert nämlich noch ein bisschen. So, wir haben Fertilizer. Das heißt, wir können jetzt eigentlich um unser Säckel, da haben wir es. Haben wir sogar schon ausgewählt. Wo war denn das Feld, was wir angefangen hatten? War das das hier? Hat er mir das jetzt zugelegt? Nee, das war das Feld nicht, ne? Welches Feld hatte ich gerade mit Dung begonnen zu belegen? Hier habe ich angefangen. So, 5. Säckchen raus. Dung. Gucken, wie viele Punkte wir machen. Wir sind bei... Landwirtschaft, wir sind bei 452. Einhalb. Mal gucken, was es bringt. Wenn wir das komplette Feld hier düngen. Ich hätte gerne eine Fackel. Kann der überhaupt eine Fackel halten und aussehen? Es wird nicht gehen, oder? Der müsste ja in den Zähnen halten, die Fackel. Mir gerade mal eine Fackel herstellen, würde ich sagen, oder? Ihr seht ja nichts. Mach ich jetzt auch. Ich glaube, mit der. Wir können nämlich noch haken. Hacken. So. Okay. So, 452 und jetzt haben wir. 455, das ist sehr übersichtlich. Machen wir schnell noch eine Fackel. Fackeln. 2 Leder, 2 Stock. So, Leder, dann machen wir uns einfach mal. Ich brauche ja nur 2, ne? Lange die 2 prinzipiell. So. Machen wir uns schnell eine Fackel, damit ihr auch was seht bei der Feldarbeit. Die Fackel, da ist die Fackel. So, jetzt brauchen wir die Hacke. Die machen wir auf die 5. Können wir das Licht anmachen? Nee, macht er nicht, ne? Wie haben wir es denn vorher gemacht? Mit kleinen Feuerchen haben wir es gemacht vorher. Okay, komm. Geht ja schnell. Und dann gehen wir ins neue Jahr. Ihr seht noch was? Nein, ihr seht nicht viel. Komisch aus. Ich habe das Gefühl, dass hier so ein Feld daneben ist, oder? Hm. Nee. Sieht, glaube ich, nur so aus, weil der Erdboden da so ein bisschen offen ist. Gudi, komm. Wir haben mitten in der Nacht. Ich habe keinen Bock, die ganze Zeit in der Nacht zu spielen. Und da legen wir uns jetzt ins Bett. Und dann schauen wir, dass wir die Punkte so weit kriegen, dass wir hier den Lehmbewurf machen können. Und
Frau, geh ins Bett, ist spät. Und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder, würde ich sagen. Wir sehen uns im Winter wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. So, ganz zu Ende ist es nicht und wir haben auch nicht den Winter, sondern wir haben den Herbst. Da habe ich mich gerade ein bisschen vertan. Es regnet wie die Sau. Uns geht es gut. Na, langsam. Könnt ihr aber schon mal aufs Feld arbeiten, oder Frau? So langsam? Auf jeden Fall. So, ich gucke noch schnell nach den Fallen und dann verabschiede ich mich wirklich. Und dann können wir nämlich das Feld vielleicht noch bestellen. Achso, apropos Feldpunkte. Das hat gar nicht so viel gegeben. 459 sind wir jetzt. Das ist sehr übersichtlich, was wir durchs Düngen bekommen haben. So, hier ist die Hasenfalle noch kaputt. Die Vogelfalle geht noch einmal. Dann müssen wir noch eine neue Hasenfalle aufstellen. Brauchen wir gerade noch. Ich glaube 10 Stöckchen waren das, oder? Haben wir überhaupt welche dabei? Nö. Können aber das Leder hier wegbringen. Wir haben ja noch ein bisschen Dünger. Ich glaube, das waren 10. So. Falle, Falle, ab in die Falle. So, dann gucken wir nochmal im Essenslager. Da wurde auf jeden Fall Fleisch mit Soße hergestellt, oder? Hätte ich gesagt. Habe ich bald das Gefühl. So, Fertilizer bleibt hier draußen. Das lassen wir mal. So, der Kohl ist fertig. Der wird nämlich jetzt den Kohl hier einsammeln. Die Frage ist, wenn ich ihm helfe, ob das auch Punkte bringt. Rot Beete scheint auch fertig zu sein. Was? Hä? Oh nee, war das umsonst? Moment, ich habe das Feld gedüngt. Das ist umsonst? Wenn ich es nicht direkt bestelle mit Samen? Oh nee, hätte ich das gewusst, hätte ich mir doch nicht die Arbeit gemacht, verdammt. Gut, wir haben die Punkte mitgenommen, ne? Mal gucken, wir können ja jetzt mal schauen. Das machen wir zum Ende der Folge noch. Ich wollte mich ja vorher schon verabschieden, aber... wir sind jetzt bei 461 und ich sammle mal ein bisschen Kohl mit, ob das auch Punkte gibt. Dann nehme ich ihm ein bisschen die Arbeit ab, ob ich dem da reinfuschen kann. Müsste eigentlich auch alles Punkte geben, ne? Oh, wir müssen aber auch mal... Oh Gott. Wie viel trägt der denn so, der Typ? Ja, das ist ja ein bisschen schade. Na gut, aber jetzt wissen wir Bescheid. Saisonwechsel hätte ich mir ersparen können. Wahrscheinlich hat der eine oder andere schon in der Folge den Bildschirm angeschrien. Aber das ist mir ja egal, das wisst ihr ja. So, Kohlsamen. Was habe ich jetzt gerade rübergepackt? Habe ich gerade einen Fertilizer rübergepackt? So, ich hab das wahrscheinlich nicht gemacht. Dicke Suppe habe ich mir hier weggenommen. Oh, Essenslager wird. So, wie viel haben wir jetzt? 67. Wie waren das gerade? Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Und wir arbeiten dem mal entgegen. 67. Hat das jetzt Punkte gebracht oder nicht? Jetzt habe ich die Zahl vergessen. Wir können ja mal direkt gucken, wie viel sind das denn? 472, es gibt definitiv Punkte. 472,3. Einen halben Punkt pro Kohl. Okay. Okay. Ich glaube, da mache ich Feldarbeit in der nächsten Folge. Damit ich diese Punkte voll kriege. Oh Gott. Oh, langsam. Hammer. So langsam ist auch das neue Super-Essenslager voll. Gut,
Ich stelle mich immer hin, es regnet wunderschön. Wir sind auch im Herbst, da darf es auch regnen. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Jetzt aber wirklich natürlich im Herbst und nicht im Winter. Bis dahin.